Herzlich willkommen in Untergrumbach hier in unserer Fertigungshalle. Das mit der Fertigungshalle betone ich nur deshalb, weil wir schon öfter gefragt wurden, wo wir denn eigentlich die Möbel bauen. Und so ein bisschen klang da China mit. Und deswegen der Hinweis, heute um 12 wurde hier noch gearbeitet. Dann wurde bis 3, 4 so alles ausgeräumt und dann ein bisschen Technik aufgebaut. Ja, und am Montag machen wir das gleiche wieder andersrum. So, an dieser Stelle wollte ich jetzt unseren Referenten und seine Frau begrüßen. Das gelingt mir noch nicht so ganz, aber gleich, denn wir sind in Handykontakt und 7:30 war zugesichert, deswegen rede ich so lang. Eröffne ich schon mal an dieser Stelle feierlich die 17. Untergrumbacher Werkstatttage und gebe weiter an den Martin. Und bedanke mich fürs Kommen. Ja, ich probiere es mal mit Mikrofon. Auch von unserer Seite, der Buchhandlung Lösch. Herzlich willkommen zum heutigen Abend zur Lesung mit Christian Nürnberger aus seinem neuen Buch Die verkaufte Demokratie. Also das Buch ist so vielschichtig, man kann das so in der Einführung gar nicht so erklären. Es ist einfach eine gute und sehr detaillierte, spannend erzählte Gesamtdarstellung unserer momentanen Erlebniswelt. Ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind und den Geräuschen im Hintergrund zu beurteilen, glaube ich, sind inzwischen auch schon alle da, die da sein sollten. Also dann übergeben wir uns. Ein offenes Buch, dann nehme ich das, weil manche sind noch eingeschweißt. Das habe ich nämlich auch vergessen im Stress. Hast du es gelesen? Gelesen? Ja, schon länger her. Wenn das. Ja, also erst muss ich leider jetzt trinken und dann können wir anfangen. Ich danke vor allem Herr Wichtanzer, dass sie mir die Gelegenheit gibt, meiner Frau die Helden der Hersbrucker Alb vorzustellen. Ich sehe sie gar nicht. Sind die ja nicht alle da? Ah, ja, gut, okay. Also, als da sind die Familie Kliszewski, wo ist sie? Muss meine Brille aufsetzen. Kliszewski, sind die da? Wo? Ganz hinten. Ah. Die Familie Kliszewski, die der ganzen Welt beweisen, dass man mit 24 Kühen eine Mehrgenerationenfamilie ernähren kann. Obwohl die sogenannten Experten immer behaupten, das ginge nicht. Die Kliszewskis aus Hartenstein und viele andere Ökobauern beweisen der Welt, dass eine andere Landwirtschaft möglich ist und diese sogar ökonomischer ist als die konventionelle. Aber das eigentlich Tolle an den Kliszewskis ist, dass sie ihre Kühe nicht als Milchmaschinen betrachten, in die man vorne künstlich hergestellten Kraft- und Hormonstoff hineinschiebt und unten die Milch raussaugt, sondern in ihren Kühen lebendige Wesen erkennen, die eine Seele haben und eine eigene Würde. Und so behandeln sie diese Tiere auch. Wir werden später. Ich danke weiterhin Rainer Wölfel. Wo ist er? Ah. Der es ebenfalls mit den Kühen hat, wenn auch wieder auf andere Weise. Er ermöglicht seinen Kühen jedes Jahr aufs Neue eine Sommerfrische auf dem Hutanger, wo sie Kräuter und Gras fressen dürfen, die aus einem Boden wachsen, der noch nie ein Kunstdüngerkorn oder eine Giftspritze erlebt hat. Und während die Kühe so fressen und weiden und vor sich hinleben, pflegen und gestalten sie nebenher die Landschaft und geben unserer Heimat ihr unverwechselbares Gesicht. Und weil Rainer Wölfel viel über den Begriff nachgedacht hat, über Heimat, auch zusammen mit anderen, zum Beispiel mit Hans-Peter Eberhard, wo ist er? Ah, und seiner Frau Anita, meinen derzeitigen Wirtsleuten und Herbergseltern, haben sie das Konzept Heimat auf dem Teller erfunden, das besagt, auf den Tellern der hiesigen Gastronomie soll das liegen, was hier wächst und gedeiht. Also kaufen Sie Fleisch und Gemüse aus der Region, Fische aus der Pegnitz und aus hiesigen Weihern, Käse von den Kliszewskis, Wein aus Franken, Bier,
weiß ich jetzt gar nicht, was für Bier gibt es bei euch? Neumarkt. Das ist genehmigt, jawohl. Aber damit ist der Grundgedanke noch nicht zu Ende, sondern das ist erst der Anfang. Er geht weiter mit dem Gedanken Heimat unterm Teller. Der Tisch, auf dem der Teller im Restaurant der Eberhards liegt, ist aus einem Holz gemacht, das in der Region gewachsen ist. Und gemacht haben diesen Tisch die Möbelmacher hier. Und auch das Bett, in dem ich heute schlafen werde, in dem meine Frau und ich schlafen werden, haben die Möbelmacher gemacht. Ich freue mich schon darauf. Und überhaupt das ganze Mobiliar des ganzen Hotels kommt aus Untergrumbach und das Holz aus der Region. Und so, indem sich verschiedene Wirtschaftszweige miteinander verzahnen, die Holzwirtschaft, das Schreinerhandwerk, die Gastronomie, die Landwirtschaft, die Metzgereien, die Bäckereien und so weiter, entsteht allmählich eine integrierte Regionalwirtschaft der kurzen Wege, die, wenn wir sie bundesweit hätten, dazu geführt hätten, dass die Autobahnen nur halb so leer sind und die Autoren schneller zu ihren Lesern kommen. Es entsteht eine integrierte Regionalwirtschaft der kurzen Wege, der umweltfreundlichen Produktion, der artgerechten Tierhaltung und die ganze Wertschöpfung bleibt in der Region. Wenn dann noch der Strom nicht mehr von einem Energiemulti kommt, sondern in der Region erzeugt wird, wenn die Leute wieder in die Buchläden gehen, statt bei Amazon zu bestellen, wenn die Facebook-Nutzung zugunsten der Pflege wirklicher Freundschaften und durch die Wiederbelebung des Stammtischs im Wirtshaus ersetzt wird und wenn die Menschen überhaupt wieder mehr miteinander reden und leben und arbeiten, kommt es zu einer Verbesserung der Lebensqualität in der ganzen Region und erst dadurch wird die Gegend, in der man lebt, jene Art von Heimat, in der man sich gut aufgehoben fühlt, in der man wirklich daheim ist, die einem gehört und in der jeder weiß, mir und meinen Kindern kann es auf Dauer nur dann wirklich gut gehen, wenn es auch den anderen und deren Kindern gut geht. Und das ist das Problem. Das Bewusstsein für diese Zusammenhänge schwindet seit vielen Jahren. Schon unsere Kinder werden in der Schule, teilweise sogar im Kindergarten, auf Konkurrenz und Wettbewerbsfähigkeit getrimmt, statt auf Kooperation und Verantwortungsbewusstsein fürs Ganze. Sie wachsen auf in einer Marktgesellschaft, in der persönliche Beziehungen bis ins Private hinein marktförmig gestaltet und auf Marktbeziehungen reduziert werden. Und wenn dieser Entwicklung nicht bald Einhalt geboten wird, werden unsere Kinder eine schlechtere Zukunft haben, als meine Generation sie gehabt hat. Und davon handelt dieses Buch, um das es heute Abend geht. Im ersten Teil erzähle ich, was mich seit mehr als einem Vierteljahrhundert umtreibt. Es ist die wachsende und für mich erschreckende Kluft zwischen einer Zukunft, die sich meine Kinder erträumen, und der Zukunft, die wahrscheinlich kommen wird. Meine Kinder haben vor vielen Jahren mal beiläufig erwähnt, dass sie erwarten, eines Tages mit dem Auto oder dem Rad oder zu Fuß oder mit dem Zug ums ganze Mittelmeer herum zu reisen und dass sie dabei durch eine einzige Zone des Friedens und des Wohlstands kommen, in der Menschen unterschiedlichster Kulturen und Religionen freundlich und friedlich miteinander leben und arbeiten. Ein kurzer Blick auf die Gegenwart in diesem geografischen Raum lehrt uns, wie weit wir von solch einer schönen Zukunft entfernt sind und wie wir uns seit Jahren immer noch weiter davon entfernen. Aber warum eigentlich? Warum ist das so? Und eben davon handelt der erste Teil des Buches. Und weil ich den heute Abend nicht vorlesen kann, habe ich ihn für Sie zusammengefasst. Und ich trage zuerst mal diese Zusammenfassung vor. Danach kommt dann der Teil, in dem steht, dass und warum eine Lösung der Probleme in Hersbruck liegt und warum wir so froh sein müssen, dass wir uns hier unsere Helden haben. Ich hatte ein paar Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass gerade ein paar wichtige Spielregeln geändert worden waren. Und es war ein eher ephemeres Phänomen, durch das ich darauf aufmerksam wurde. Es hatte mit dem Wirtschaftsmagazin Kapital zu tun, bei dem ich während der 80er Jahre als Redakteur gearbeitet hatte. In jener Zeit veröffentlichten wir einmal pro Jahr im Heft eine Liste der größten Steuerzahler der Nation. Die ersten Plätze machten regelmäßig so Unternehmen wie Daimler, Siemens und Deutsche Bank unter sich aus.
Und das aus heutiger Sicht Erstaunliche daran ist, die Manager dieser Unternehmen waren damals stolz auf diese Tabellenführerschaft. Und ebenso erstaunlich aus heutiger Sicht, sie waren damals zufrieden mit ihrem Gehalt, das ungefähr das 20-fache eines durchschnittlichen Arbeitnehmergehalts betrug. Aber ungefähr ab Mitte der 90er Jahre hatte Kapital aufgehört, die Liste der größten Steuerzahler der Nation zu drucken. Stattdessen veröffentlichte ein neues Konkurrenzmagazin, die deutsche Lizenzausgabe des US-Magazins Forbes, andere Tabellen, und zwar Tabellen mit den reichsten Leuten der Welt. Mit diesen Größen, die vor allem in den USA beheimatet waren, verglichen sich jetzt die reichsten deutschen Unternehmer und kamen sich ärmlich vor. Auch deren Angestellte, die Manager, lasen die Tabellen und waren plötzlich nicht mehr zufrieden mit ihren Gehältern. Ihr Stolz auf die Steuergelder, mit denen die Unternehmen dem Staat die Kasse füllten, verlor sich und sie entwickelten den Ehrgeiz, die Steuerlast ihrer Unternehmen und ihre eigene private so weit wie möglich zu drücken. Ein Prototyp der neuen Mentalität war der damalige Daimler-Chef Jürgen Schremp. Bei einer Berlin-Exkursion mit Haushaltsexperten des Deutschen Bundestags im Jahr 1996, also noch zu Zeiten der schwarz-gelben Regierung Kohl, trumpfte er gegenüber den Abgeordneten bei einem Abendessen auf: Von uns kriegt ihr nichts mehr. Bis zur Jahrtausendwende werde sein Unternehmen in Deutschland keinen Pfennig Ertragssteuern zahlen. Der Spiegel schrieb darüber: Peinlich berührt schauten die Abgeordneten auf ihre Teller. Denn am Tag zuvor war das Bonner Sparpaket verkündet worden, das Rentnern, Kranken und Arbeitslosen neue Lasten aufbürdet. Und daran hat sich nichts geändert, als Gerhard Schröder Bundeskanzler und Joschka Fischer Außenminister wurden. Im Gegenteil, sie forcierten diese Steuerpolitik zugunsten der Reichen und der Unternehmen. Es gab eine Steuerbefreiung für Gewinne aus der Veräußerung von Unternehmensanteilen. Rund 24 Milliarden Euro betrug der Wert dieses Geschenks für die Unternehmen. Entlastung der Starken, Belastung der Schwachen, dabei blieb es nicht. Der Daimler-Chef Schremp setzte in jenen Jahren ein neues betriebswirtschaftliches Konzept durch namens Shareholder Value, was aber auch nur ein anderes Wort ist für von uns kriegt ihr nichts mehr. Mit ihr waren nicht nur die Politiker, der Staat und die Kommunen gemeint, sondern auch die Arbeitnehmer. Ab jetzt habe das Management allein dem Eigentümerinteresse zu dienen. Und so geschah es. Vorher war es anders. Vorher war in unserem Land Konsens, dass vom Erwirtschafteten alle profitieren sollen. Die Arbeitnehmer durch steigende Löhne, die Unternehmer durch mäßige, aber stetige Gewinne, der Staat durch Steuereinnahmen und diejenigen, die arbeitsunfähig sind oder nicht mehr dazugehören, durch Renten oder durch Zuschüsse aus dem Sozialetat. Dieser Konsens wurde damals aufgekündigt. Die Möglichkeit, die ganze Welt mit Hilfe des Computers nach attraktivsten Anlagemöglichkeiten zu durchkämmen, plus der Druck, in kürzester Zeit die jeweils maximale Rendite zu erzielen, führte ohne Putsch und ohne ausdrücklichen Willen eines Diktators, scheinbar wie von selbst, zu einem Anschlag auf die Demokratie. Und 1998 berichtete die Frankfurter Rundschau von einer Frankfurter Party, bei der im höchsten Hochhaus Deutschlands 500 Finanzstrategen mit Top-Leuten aus der Wirtschaft gefeiert hatten. Unter ihnen war der Dresdner Bankvorstand Ernst Moritz Lipp, der mit Blick auf die Feiernden gesagt hatte: Deutschland ist ein Supertanker. Aber im Führerhäuschen sitzt nicht mehr der Bundeskanzler, sondern da sitzen die Leute, die hier in diesem Saal sind. Also nicht mehr der Wähler, sondern die Lambsdorffsche Jury bestimmte nun, wie hier gelebt und gearbeitet wird. In Scherben gehauen wurden nicht nur Demokratie und soziale Marktwirtschaft. Zertrümmert wurde auch das Vertrauen wertkonservativer Kreise in die Tugenden der Bürgerlichkeit. Triebverzicht, Triebaufschub, Sparsamkeit, Anstand, Fleiß, die Werte des ehrbaren Kaufmanns, Tüchtigkeit. Auch auf diese Werte wurde ein Anschlag verübt. Was man heute daran erkennt, dass man heute Strafzinsen aufgebrummt bekommt, wenn man spart. Nun steht das kapitalistische Experiment vor dem Scheitern.
Die dafür Verantwortlichen wollen es sich nicht eingestehen und kaufen sich seit Jahren mit Milliarden und Abermilliarden Zeit, um das Scheitern hinauszuschieben. Aufhalten werden sie es nicht können, es sei denn, sie sehen endlich ein, dass es ein Fehler war, ein kapitaler Fehler, die Gestaltung der Welt und der Zukunft dem Markt zu überantworten. Aber die Kaste der Betriebs- und Volkswirte in den Regierungen, Stabsstellen und Vorstandsetagen der Wirtschaft hat sich bisher also lernunwillig und lernunfähig erwiesen, wie einst der Adel vor der Revolution. Und darum werden vermutlich ungemütliche Zeiten auf Europa zukommen. Es sei denn, die Welt nimmt sich ein Beispiel an Hersbruck und lernt von Hersbruck. Und jetzt kommen wir zum positiven Teil der Geschichte. Das Schöne aber an diesem Wahlkampf war unter anderem, dass ich während dieser Zeit Lösungsansätze kennengelernt habe, hier in der Hersbrucker Gegend, die genau auf die Probleme passen, von denen vorhin die Rede war. Und es ist mir hier in Hersbruck wieder, also in dieser Hersbrucker Alb, in dieser Gegend, vor Augen geführt worden, dass es tatsächlich so ist, dass die meisten unserer globalen Probleme eigentlich nur lokal gelöst werden können. Und hier in Hersbruck habe ich gelernt, was Heimat wert ist und warum wir sie hegen und pflegen und uns um sie kümmern sollten. Und das führt uns ja seit Monaten auch jene heimatlosen Flüchtlingsmassen vor Augen, die sich hier in unserer Heimat eine bessere Zukunft erhoffen als dort, woher sie kommen, weil ihre Heimat dort kaputt ist. Bei uns ist sie es nicht, weil es eben so Menschen gibt wie die Wölfels und die Kliszewskis und die Eberhards und alle, die hier sitzen und die da mitmachen. Und deshalb lese ich jetzt eben mal ein Kapitel, das von diesen Leuten handelt. Die Kliszewskis tun nämlich mehr, als nötig ist. Und ohne solche Menschen, die mehr tun, als nötig ist, wäre unser aller Leben armselig. Darum kommt es besonders auf solche Menschen an. Im Fall der 24 Kühe heißt das, sie haben richtig viel Platz in ihrem Stall. Mehr als nach den eh schon scharfen Bestimmungen der Bio-Zertifizierer nötig ist. Wer das Ganze rechtsstaatlichen und demokratischen Spielregeln unterwerfen und in dem Ganzen die Rechte künftiger Generationen wahren möchte, muss an der Basis, also der Landwirtschaft, damit beginnen. Und die Familie Kliszewski mit ihren 24 Kühen, die tut das. Darum ist sie so ein strategisch wichtiges Glied für die Rückholung von Land und Heimat. Und diese Ökolandwirtschaft ist politisch noch viel interessanter, wenn sie zur Basis einer regionaler Wirtschaftskreisläufe und Vernetzungen führt, aus denen sich langfristig so etwas wie eine funktionierende Gegenwirtschaft von unten entwickeln kann. Und Bauern wie Kliszewski sind eben bereits ein Teil davon. Und das dahinterstehende Konzept nennt sich hier, Sie kennen es alle, Heimat auf dem Teller. Und ist von Rainer Wölfel und eben Hans-Peter Eberhard erfunden und entwickelt worden. Im Jahr 2003 gründeten sie einen Verein gleichen Namens mit dem Ziel, Produkte aus der Region Hersbrucker Alb in Restaurants und in Wirtshäusern auf die Teller zu bringen. 14 Gasthöfe, inzwischen sind es vielleicht mehr, ich weiß es nicht, die von mehr als 30 regionalen Erzeugern Rind, Schwein, Geflügel, Wildfleisch, Gemüse, Obst, Marmelade und Honig beziehen, arbeiten bisher daran mit. Und es geht dabei nicht nur um die Verarbeitung möglichst frischer Lebensmittel in guter Qualität und darum, sich von den denaturierten Produkten zweifelhafter Herkunft zu verabschieden, auch nicht nur darum, sich aus der Vorherrschaft großer Konzerne zu befreien, sondern es geht zusätzlich auch um Heimat- und Landschaftspflege, um eine Wirtschaft der kurzen Wege, persönlicher Bekanntschaften und vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen den Handelspartnern und um Ökologie im umfassenden Sinn. Denn Bio-Obst aus Ägypten und Biorind aus Argentinien können nicht die Lösung des Problems der industrialisierten Landwirtschaft sein. Eberhard führt mit seiner Frau Anita, einer Kräuterpädagogin, das Hotelrestaurant Grüner Baum in Kühnhofen. Und weil er seinen Gästen auf der Speisekarte nur Frisches aus der Region anbieten will, besucht er zahlreiche Bauern in seinem Landkreis, auch die Kliszewskis, schaut sich an, was sie produzieren und wie sie es produzieren. Und wenn ihm gefällt, was er sieht, kauft er ihnen etwas ab. Wenn nicht,
sagt er ihnen, was sie ändern müssten, damit er etwas kauft. Hat noch mehr solcher Beispiele bereit und eines davon sind die Möbelmacher, wo wir jetzt hier gerade sitzen. Der Gründer des Unternehmens, Herwig Danzer, ist auch Mitbegründer des Initiativkreises Holz aus der Frankenalb. Er schreinert Möbel aus Holz, was hier in der Region wächst, Kiefern, Lärchen, schwer verkäufliche rotkernige Buchen. Und nicht nur Eberhards Hotelzimmer und Restauranträume hat er mit seinen Möbeln aus heimischen Hölzern ausgestattet. Er propagiert auch den Bau von Häusern mit Holz aus der Region, wohnt und produziert selbst in einem solchen und holt eine Philosophie zurück ins Wirtschaftsleben, die scheinbar ausgedient hat, nämlich gut Ding will Weile haben. Sein Holz kauft er im Winter, wenn der Frost es getrocknet hat. Das Sägen dauert mehrere Wochen. Das zersägte Holz braucht Platz, weil es lange lagern muss. Für seine Küchen behandelt er das Holz mit öligem Naturharz. Dann muss es trocknen, nochmals geölt werden und erneut trocknen. Insgesamt erfordert allein die Vorbereitung des Holzes viermal so viel Zeit wie die übliche Behandlung durch Spritzen. Wenn Danzer dann damit seine Küchen baut, lässt er sich ebenfalls Zeit, weil Sorgfalt und Qualität nun mal Zeit erfordern. Seine Küchen sind natürlich entsprechend teurer. Dafür müssen sie aber auch nicht irgendwann entsorgt und recycelt oder verschrottet werden, sondern können vererbt werden. Was wieder beweist, Ökologie ist der vernünftigere, nachhaltigere, ökonomischere Ökonomie, weil sie sich langfristig rechnet. Aber da sie Möbel teuer sind, naturgemäß, ziehen sie nur eine bestimmte Kundschaft an, die den hohen Aufwand schätzt, mehr zahlt und länger wartet, dafür aber, wie Danzer sagt, keine teuren Autos fährt. Und darum spricht Danzer von einem Wort, das mir sehr gut gefällt, von einer Wertverlagerung. Ein Zukunftskonzept, für das die Mehrheit der Köpfe erst noch gewonnen werden muss. Aber jetzt steht es ja im Buch, jetzt verbreitet sich diese Idee deutschlandweit. Aber stimmt es denn, dass Wohlstand nur zu haben ist um den Preis der Zerstörung von Landschaft? Haben wir nur die Wahl zwischen arm, aber glücklich und reich, aber unglücklich? Sollte es ein Naturgesetz sein, dass das, wovon wir leben, uns das Leben und die Gesundheit raubt? Und nicht nur uns, sondern auch allem, was da kreucht und fleucht und sonst wie gedeiht? Ein Gegenbeispiel habe ich hier in der Hersbrucker Schweiz kennengelernt. Und ich habe sie in der Person von Rainer Wölfel kennengelernt, den genau diese Frage auch umtreibt. Und auch er bezweifelt die Wahrheit des deutschen Dogmas, groß ist gut, größer ist besser, riesig ist ökonomisch. Er regiert den 12 Hektar großen Mengleinpark inmitten der Hersbrucker Alb. Und sie kamen auf diese Idee durch eine Umfrage unter Urlaubern. Die Urlauber sollten angeben, wie sie sich die ideale Landschaft vorstellen. Und sie beschrieben mehrheitlich eine Flussaue, ein Tal mit grünen Wiesen, Waldlichtungen, sanft ansteigenden Hügeln, einzelnen alten Bäumen und Weidetieren. Das heißt, diese Urlauber beschrieben, ohne es zu wissen, die Hersbrucker Alb. Aber eben das ist das, was Wölfel wiederbeleben will. Er will die Kühe wieder in die Landschaft stellen. Nicht aus Nostalgie oder aus Romantik, noch nicht einmal für die Touristen, sondern für die Natur, weil weidende Kühe die Landschaft pflegen und gestalten. Das heutige Aussehen der Hersbrucker Alb verdankt sich zu einem Gutteil den Kühen, die dort über Jahrhunderte gegrast und dabei eben diese Landschaft, eine Landschaft mit großer Artenvielfalt geschaffen haben. Und deshalb lässt Wölfel sie seit etlichen Jahren wenigstens in seinem Naturschutzgebiet weiden. Und allerdings musste die Weide für die Kühe erst künstlich wiederhergestellt werden, denn die Anger, auf denen sie früher grasten, waren längst überwuchert von Bäumen, Sträuchern, Büschen, Gestrüpp. Und daher hat sich die Bevölkerung sehr gewundert, als plötzlich die Naturschützer mit schwerem Gerät und Motorsägen anrückten, in einem Naturschutzgebiet und da unter Höllenlärm den Busch wegschnitten und Bäume wegschnitten und die ganze Landschaft umpflügten. Nicht Wildwuchs ist das Ziel der Naturschützer, sondern Artenvielfalt. Und nicht Landwirtschaft wollen sie betreiben, sondern die Artenvielfalt wiederherstellen.
mit Hilfe von Weiderindern auf ehemaligen Angern. Aber, dachten Wölfel und seine Naturschützer, warum soll man nicht auch einen wirtschaftlichen Sekundärnutzen daraus ziehen und so seinen eigenen Beitrag zu den Kosten des Naturschutzes leisten? Und so kam diese Idee, das Fleisch dieser Weiderinder, die in der frischen Luft unter der Sonne in freier Natur leben, die garantiert naturrein, bio und öko sind, zu vermarkten. Und das klingt unspektakulär, aber genau so, auf solch unspektakuläre, ja geradezu sanfte Weise, beginnt der Auszug aus dem System der Machtwirtschaft und der Konzernwirtschaft. Hol dir dein Land zurück heißt, sprenge jene Interessensverkettungen, die vom Bauernhof bis zum internationalen Lebensmittelkonzern einen agrarindustriellen Komplex bilden, an dem die Banken, Versicherungen, Logistikunternehmen, Chemieindustrie und zahlreiche weitere Branchen unbedingt festhalten wollen. Die Sprengung dieser Ketten erfordert den Aufbau eines Alternativsystems, in das all diejenigen umziehen können, denen dieses System, das herrschende System, stinkt. Auch dieses Alternativsystem beruht auf Interessensverkettungen, auf dem Interesse an einer schönen Landschaft, auf dem Interesse an frischen, ehrlichen, gesunden Lebensmitteln, auf dem Interesse, die Wertschöpfung in der Region zu halten, auf dem Interesse an artgerechter Tierhaltung, auf dem Interesse an einem schonenden, energiesparenden, möglichst klimaneutralen Umgang mit den Ressourcen, auf dem Interesse an einer intakten Natur, auf dem Interesse an sinnvoller Arbeit, von der man leben kann. Aus diesen Interessensverkettungen müsste sich doch ebenfalls eine Wirtschaft aufbauen lassen. Das ist der Gedanke. Und hier in Hersbruck sind die ersten Ansätze da. Und wenn man sich das flächendeckend vorstellt, könnten wir unsere Wirtschaft umbauen, ohne Wohlstandseinbußen, wie ich glaube. Und deshalb war ich eben von meinen Helden so begeistert, dass ich sie in meinem Buch verewigt habe. Und sie hätten noch viel mehr Lob verdient. Und es steht da auch noch mehr drin, aber ich muss zu einem Ende kommen. Ganz fertig bin ich noch nicht. Noch ein Wort zum Mainz und am Rhein, wo ich wohne und wo ich ja oft über die Rheinbrücken fahre. Und da sehe ich oft die Mündung des Mainz in den Rhein und denke jedes Mal, dass in den Wassermassen, die sich da an den Rhein ergießen, immer auch Pegnitzwasser dabei ist. Und dann wünsche ich mir manchmal, ich könnte die Pegnitz daheim grün färben, um in Mainz den Pegnitzanteil zu sehen. Es wären bestimmt nur ein paar grüne Schlieren, die da ankämen, aber trotzdem würde ich denken, was wäre der Rhein oder die Pegnitz? Für mich wäre er eine Wasserautobahn für Schiffe, sonst nichts. Aber mit dem Pegnitzwasser drin ist er auch für mich was Besonderes. Und hinzu kommt, mein Vater hatte einst als Soldat in Worms die Brücke über den Rhein bewacht. Jahrzehnte später wurde dort ein Mädchen geboren, das einen fränkischen Bauernbuben namens Christian Nürnberger zu ihrem Ehemann erkor. Es muss also irgendwelche geheimnisvoll wirkenden Kräfte geben zwischen der Pegnitz und dem Rhein. Und es ging ja auch noch weiter. Die erste gemeinsame Wohnung mit meiner Frau hatte ich in Köln am Rhein. Meinen ersten Journalistenjob hatte ich in Frankfurt am Main. Jetzt leben wir in Mainz am Rhein. Nur unsere beiden Kinder, die passen da nicht rein. Die wurden in München an der Isar geboren. Aber das ist auch gut. Die Isar fließt in die Donau. Also haben wir auch zum anderen großen Strom, der in Ost-West-Richtung fließt, eine familiäre Beziehung. Und jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass unsere Enkel an der Elbe oder an der Oder geboren werden. Aber meinetwegen auch am Euphrat oder am Nil. Dann klappt das vielleicht mit der Mittelmeerumfahrung vielleicht doch noch irgendwann. Ah ja, also Sie können Fragen stellen, Sie können mich kritisieren, Sie können mich loben, Sie können mich beschimpfen, was immer, wozu Sie Lust haben. Christian, also ich wollte mich einfach bedanken, Franz, für das also sehr inspirierende Buch nicht nur zu lesen, sondern zu hören. Und ich glaube, viele gehen raus und versuchen das auch umzusetzen, nach außen zu tragen. Inwieweit hast du denn in Mainz schon dieses Heimat auf dem Teller-Konzept versucht umzusetzen oder weiterzugeben? Gibt es da schon Interessenten oder Ansatzpunkte? Also wir fangen jetzt gerade an, diese Bauern zu entdecken. Es sind auch Regionalvermarkter, es sind wenige Biobauern. Und von diesen Biobauern behauptet einer unserer Freunde, die kaufen den Großmarkt ein und machen einen Biobauern drauf. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber müsste man mal nachprüfen. Aber in Mainz tut sich da auch was, ja. Aber es ist wenig und es sind kleine Ansätze und die Masse
der Mensch kauft halt weiterhin bei Aldi und Lidl ein, wie überall. Und ist in Mainz nicht anders als anderswo. Ich habe noch eine Frage, und zwar, fühlen Sie sich eigentlich noch in der SPD wohl, wenn ich diese Sache heute Abend so miterlebe, wenn ich gerade das Großprojekt Energie anschaue, mit dem regionalen Konzept Energie vergleiche, kann ich mir kaum vorstellen, dass Sie sich in der SPD so richtig noch wohlfühlen. Also, es gibt ja zwei verschiedene SPD. Es gibt die SPD des... Nein, warten Sie ab. Es gibt die SPD des Kreises Nürnberger Land. Das sind brillante Genossen. Da fühle ich mich sauwohl. Danke. Ach, Stefan Grimm ist auch da. Da sitzen alle die roten Socken. Ja, und dann gibt es die Rest-SPD, die Gabriel-SPD. Da muss ich sagen, ich sehe keinen Unterschied mehr zur Merkel-CDU. Und da frage ich mich schon, was ich in dieser Partei noch soll. Und habe mich entschieden, dann stänkere ich eben. Und das wird wahrscheinlich für den Rest meines Lebens meine Aufgabe sein, in der SPD daran zu erinnern, dass die mal die Partei Willy Brandt war, die mit der heutigen nicht mehr viel zu tun hat. Ja, vielen Dank, Herr Nürnberger, für diese Lesung und auch für das Buch, das mir meinen Urlaub etwas versüßt hat, zum Teil aber natürlich auch fast verdorben hat. Ich bin Ihnen trotzdem deswegen dankbar, weil Sie dann am Schluss nicht nur auf den Verbraucher oder die Verbraucherin eingehen, sondern auch sagen, und wie jetzt auch, man muss politisch sein. Also rein in die Parteien, rein in die Institutionen, auch in den Bauernverband, auch in die Industrie- und Handelskammer, ja, in die Handwerkskammer. Und dann dafür sorgen, dass dort eine andere Politik gemacht wird. Weil ich glaube schon, dass wir als Einzelne zwar mit unserem Verhalten sehr viel machen können, aber wer darüber bestimmt, wer welche Steuern zahlt, ob der Herr Lösch hier mit Amazon konkurrieren muss, die Steuerdiebstahl betreiben, das entscheidet eben auch die Politik. Das sind die Rahmenbedingungen, ob hier in der Stadt, ob im Land, ob in der Europäischen Union. Und deswegen vielen Dank für den Appell, politisch zu sein und nicht nur sich ins Private zurückzuziehen und sich eine schöne Küche zu machen und Bio einzukaufen, sondern auch zu schauen, dass das andere machen können. Dafür gibt es Parteien, aber auch Institutionen wie Brot für die Welt, wie Umweltorganisationen. Ja, es ist nur wahnsinnig schwer, so das Volk hinzureden, dass sie dann auch tun. Also die Erfahrung habe ich im Wahlkampf gemacht. Da bin ich auf viele Leute gestoßen, die, wenn sie Sportpolitik hörten, abgewogen haben, man sagt, hör auf, alle gleichermaßen unfähig, korrupt und verlogen, hat auch keinen Sinn mit euch. Da habe ich gesagt, ja, schon, aber wenn man das ändern will, dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, wie es zu ändern ist. Und es gibt dafür einen ganz normalen Weg, der im Grundgesetz vorgesehen ist. Man geht dann in die Partei und sorgt dafür, dass eben nicht die Unfähigen und Korrupten an die Macht kommen. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Du hast ja in einem Buch auch sehr schön beschrieben, dass die Politik natürlich hilfreich wäre, aber selber ist natürlich auch genial daran gescheitert. Gleichzeitig sollen Initiativen, ein Beispiel von Herrn Bruck, das wir alle sicher mögen, wir haben ja nicht alles verraten, was hier ist, aber die eigentliche Frage ist, die Initiativen sind toll, die einzelnen Beispiele sind toll, die Frage ist, wie bekomme ich weiter, wenn ich nicht die Politik wähle? Also welche Strukturen hättest du jetzt tatsächlich als Bruck, wie du das vorgeschlagen hast, als Modellregion genommen und sagt, mit diesem Modell wollen wir etwas machen? Welche Strukturen hättest du versucht aufzubauen, um diese verschiedenen Initiativen zu vernetzen, um daraus mehr zu machen, als dass sie selber funktionieren? Denn das ist, würde ich jetzt zum Beispiel von Initiativkreis Holz aus der Frankenhalb sagen, es ist natürlich schön und toll, dass es gibt und es ist ein schönes Beispiel, aber richtig passieren und richtig entwickeln in die richtige Richtung oder dass sich daraus ein gesamtes Bewusstsein entwickelt, das schaffen wir offen gestanden nicht, auch wenn wir es dir nicht verraten hätten, bevor du das Buch gedruckt hast. Ja, es ist mir klar, dass es wahnsinnig schwierig ist. Es geht nicht, ohne dass die Bürger mitziehen. Und es geht nicht ohne Organisationen und Institutionen. Also worauf ich, was strategisch auch sehr wichtig ist in dieser Geschichte, sind für mich Genossenschaften.
Energiegenossenschaften, Erzeugergenossenschaften, weil Genossenschaften, auch Genossenschaftsbanken, eine Genossenschaft ist nicht dazu da, um aus Geld mehr Geld zu machen, sondern um mit Geld Probleme zu lösen. Deshalb sind Genossenschaften so wichtig. Und was ebenso als ungeheuer wichtig ist, ist die Bewusstseinsbildung, die Bewusstmachung, und dazu muss man auf die Leute zugehen und muss mit ihnen reden. Und wenn man in einem Landkreis 10% der Bürger hätte, die bereit wären, da kontinuierlich da mitzuarbeiten, dann würde sich dieser Landkreis ändern. Dieses Miteinander reden können wir heute Abend noch wunderbar fortsetzen. Hier unten ist der Büchertisch, da können Sie sich einlegen. Sie können natürlich auch das Buffet noch aufessen und trinken. Christian Nürnberger und Peter Kessler werden oben in der Ausstellung sein und signieren, weil es da ein bisschen ruhiger ist. Und es ist ja noch früh am Abend, wir haben ja noch viel Zeit zum gemeinsamen Reden, und ich bedanke mich ganz herzlich für diese Anreise, die gerade noch so in letzter Minute geklappt hat. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen und wünsche noch einen wunderschönen Abend und noch lange keinen Heimweg, sondern bleibt noch ein bisschen. Wir machen uns noch eine schöne Zeit.